Radio ausmache. Ganz einfach. Ich habe ihn nicht mehr, weil er dort überwältigt hat. Da vorne ist er. Problem, ich bin ganze 20 km/h langsamer als er. Top Speed. Ja, aber wir machen die gleichen Fahrtwiederholungen. Ja, aber die Hellcat, die macht's mit. Natürlich. Oder? Ist es da hinten? Ja, fett. Auf dem Salzfett. Ja, auf dem Salzfett ist es. Ich lass mal das Lagerfeuer brennen. Kann ja keiner was fühlen, ne? So, Switch. Steht da vorne ist er. Da auf dem Salzfeld, nee, Salzmine. Genau, da sind sie ausgestiegen. Sind ausgestiegen? Oh, Schüsse. Großkaliber. BBV wahrscheinlich auch am Start. Ja, natürlich. Ja, aber da haben wir. So eine Scheiße, warum jetzt? Disconnect und dann direkt. Super. Auf jeden Fall eine gute Position für die. Naja. Ich fahre ein paar große Kreise, um die ein bisschen der Munition zu minimieren. Ja. Habt ihr markiert? Steigen wir einfach weiter. War direkt an der Salzmine. Ich hänge im Ladebildschirm. Die kommt, dreh ab. Ich bin angehittet. Na, gute Taktik auf jeden Fall von denen. Bist du auch angehittet? Nee, voll. Ein Leben hab ich verloren. Und die fliegt los. Die fahren nicht frontal auf die zu. Ich muss mal aussteigen, mich. Ich muss dir mal einen Schlüssel geben, Biggie, da fehlt uns nichts. Von weiter? Ja, kommen Sie her? Nein. Doch, Sie kommen. Komm mal Tür zu, bitte. Schreib die bitte nochmal an, dass Sie Ihre Flugfahrt beenden sollen. Machst du das? Oder ich? Hat sie das nicht mit dem Beschuss auf uns erledigt? Wo sind sie denn? Hinter uns. Damit wir immer auf der sicheren Seite sind. Die sollen aufgeben, wollen ihre Flucht von abbrechen. Du kannst ihn auch ein bisschen wer ich hatte gesagt, du sollst bloß nicht mehr mein Fahrer abschließen. Ja, aber. Die sind hinter die Garagen. Im Strider, oder? Fahr auf der Bahn lang, bitte, auf der Bahn. Die haben nämlich gehalten. Habt ihr die Fangrote erhöht für die Jungs? Links jetzt. Links. Wenn die auf euch geschossen haben, bitte wieder die Fangrote erhöhen für die Jungs, ja. Kann man die raustasern? Nee, ne? Nein, kommt drauf an, welche Scheiße.
Nur wenn die Frontscheibe schon beschädigt ist, dann geht's. Was kostet so ein Helm? 350 Euro. Nein, 210. Scheiß drauf, wenn die kaputt geht, geht's kaputt. Ja, da haben sie jetzt nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, was die gemacht haben. Die werden versuchen, da drin zu halten. Denke ich mir mal. Ja, und dann euch zu beschießen, würde ich wahrscheinlich. Die fahren geradeaus, links. Ja, bloß. So dicht sind die Rauchwinde nicht. Ja, vor allem, wenn man die Partikel komplett runtergestellt hat. Ja, dann sind die Dinger ziemlich wertlos. Nö, ich hab alles auf Ultra, also das... Da Partikel hab ich nur noch minimal. Dann sind die Rauchwinde natürlich auch eigentlich nicht von Bedeutung. Ja, das finde ich dann halt aber auch immer unfair, dann Ding gegenüber. Ja, was, aber wenn was das... Was ist unfair? Wenn das die Frames runterhaut? Ja, ich... Es ist okay, aber ich persönlich... Bei mir tut das keinen Unterschied machen, großartig. Deswegen lass ich es an. Ja gut, aber es macht bei Nachtfahren extrem viel Unterschied, wenn du mit Nacht wieder hinterher fährst. Muss ich die ganze Zeit Sirene anmachen? Ja, leider. Wäre besser mit. Ja, ich... Ich habe an deren Vernunft appelliert. Was schreibt er zurück? Wir sitzen in einem Ifrit. Also Sirene wäre schon besser, wenn die Fall irgendwie Zivilisten noch dazu kommen. Also die waren es, die wissen, da ist einfach ein Verbissen drin. Ja, ja. Den auf die sind dann. Das fährt an der Kartbahn rum. War ja die sind dann, das war zum Kotzen. War so klar. Nicht gerade in hier fahren. Oder? Ja, ja. Beide ausgestiegen. Drei. Es sind drei Leute. Drei Leute. Wer denn? Sind die andere verfangen, die mit den Namen sind? Sag mal, die weiterfahren. Fahren weiter. Diese Lappen, Alter. Ah, warte mal, guck mal hier in diese Garage. Ich will nicht, dass die da jetzt sich einen nach dem anderen absetzt. Schüsse. Das ist alles Gottmut, ne? Was? Das hat ja alles Gottmut. Oh, Panne, super. Ich hab kein Repair-Kit mehr dabei. Aber hast du noch? Ja, ich wollte gerade beschreiben, dass es so gut sind. Tut mir leid. Ich hab's ja schon. Ja, auf dem Salz wird verliert die Liebe mit der Helke. Also mach ich mir keine Gedanken jetzt. Das dauert noch ewig, bis wir hinterherkommen. Ja, die sind jetzt auf Hälfte. Oh, Schulz steht auch mit seinem Hunter. Ja, 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 mich hat gerade ein Hemd abgedrängt mit in der Kurve. Und da war so ein scheiß Strom aus dem. Ich hab eine Idee. Ich kann hinter den Garagen ein paar Nagelbänder legen. Ich werde bestimmt nochmal versuchen, wieder hierher zu kommen. Was meinst du? Was wollen die da? Die sind da leichte Beute. Ja. Nein, die haben das schon zweimal gemacht. Mhm. Die haben sich hinter die Garage hingestellt. Na gut, vielleicht in der Hoffnung, euch von da aus beschießen zu können. Das kann ja sein. Genau. Aber wir müssen dann halt direkt hinter den Garagen meiden. Mhm. Also ich bin jetzt gerade bei DP-13 vorbei. Okay. Aber ich muss unbedingt noch irgendwo eine Tankstelle anfahren. Okay, das sollte reichen. Ich nochmal. Hallo. Sag mal, euer Stealer, Officer Stealer, heißt der Kai? Das weiß ich nicht. Ich glaube ja. Also als Zivilist spielt er mit Sergeant Stealer, SGT Stealer. Das weiß sein? Ich auch. Ja, ich hatte gerade rauskriegen, ob das ist. Das ist eine dumme Idee, so nah hinterher zu fliegen, weißt du? Du sollst ja nur nicht hinterher fliegen bei Garagen mit dem Heli ziehen wollen. Schon wieder in unsere Richtung. Wo sind die? Kai heißt, sonst schau doch mal ins Forum. Ich hab das da seinen Green Alarm angegeben. Die sind wieder beim Dings. Ah ne, die fahren direkt.